Guten Abend miteinander. Nicht nur wegen der prächtigen Frühlingssonne haben wir kürzlich einen Ausflug aufs Land gemacht. Coop ist nämlich nicht nur in den grösseren Orten vertreten, sondern versorgt auch kleine und abgelegene Dörfer. Tag für Tag mit einem grosszügigen Angebot von Frischprodukten, bewährten Coop-Eigenmarken und bekannten Markenartikeln. Da kennt man sich noch persönlich und die Bedienung ist der Wunsch des Einzelnen angepasst. Weil die Platzverhältnisse aber doch sehr beschränkt sind und die Ladenleiterin und ihre Helfer manchmal kaum noch wissen, wo Anne mit den vielen war, hat auch für das nostalgische Lädeli die letzte Stunde geschlagen. In diesem schönen Neubau, der gut ins Dorfbild passt, ist der neue Coop-Laden untergebracht. Sie kaufen macht jetzt richtig Spass. Es ist alles da, was es braucht und es lohnt sich kaum noch, extra in die Stadt runterzufahren. Viel Wert hat man beim Einrichten des neuen Ladens auf Frischprodukte gelegt. Darum ist die Auswahl zum Beispiel auch bei den Molkereiprodukten so vielseitig. Frisches, gesundes Gemüse ist so selbstverständlich wie Frischfleisch und Charcuterie, wo auf Wunsch auch hier wieder in Bedienung angeboten wird. Die grosszügig dimensionierte Tiefkühlabteilung, wo auch die praktischen Fertiggerichte nicht fehlen, ist ein weiterer Pluspunkt des neuen, attraktiven Dorfladens. Sie sehen also, Coop sorgt auch weiterhin dafür, dass ein Laden immer in ihrer Nähe bleibt. Und in der Studioküche sorgt unsere Köchin weiterhin dafür, dass ihnen die Rezeptideen nicht ausgehen. Das Fleisch, das uns der Coop-Metzger für heute empfohlen hat, kommt vom zarten Stotzen. Es gibt Kalbsplätzchen an Pizzaiola-Sauce. Das Fleisch würzen und mit Zitronensaft beträufeln. Im heißen Öl gehackte Zwiebeln und Knoblauch und gehackte Peterli andämpfen. Dazu fein gewürfelte Tomaten geben und die Soße ungefähr 10 Minuten köcheln. In dieser Zeit die Kalbsplätzchen auf beiden Seiten kurz anbröteln, in eine Gratinform legen, Tomatensauce drüber verteilen, mit Parmesankäse bestreuen und das Gericht in vorgeheizten Ofen stellen. Nach etwa einer Viertelstunde kann man die Kalbsplätzchen zu einem Risotto servieren. All denen, die gerne die italienische Küche haben, empfehle ich diese Woche die Coop-Zeitung aufzumachen. Einen guten. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Avela Baby Hosewindeln in der Grösse Form Super, Ultra Maxi und Ultra Maxi Plus sind 2 Franken günstiger. Zum Beispiel eine Packung Ultra Maxi kostet statt 14,90 nur 12,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle 400 Gramm Goldstar Glasseblöcke 60 Rappen günstiger. Zum Beispiel Vanille-Glasse statt 3 Franken nur 2,40. Ein Liter Coop Citro statt 75 Rappen nur 50 Rappen. Und ein Liter Coop Orange statt 85 Rappen nur 60 Rappen. 100 Gramm Hinterschinken für nur 1,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Kilo ausländische Pfirsich nur 1,40. Auf Wiedersehen!